Ich habe jetzt in der Aufnahme gehört, dass mein Mikro sehr blechern klingt. Das liegt so ein bisschen an dem Raum und ein bisschen am Mikro, weil ich wahrscheinlich ein bisschen zu weit weg war. Aber ich hoffe, wenn ich jetzt ein bisschen näher ans Mikro gehe, dass die nächsten Folgen dann von hier aus etwas besser werden. Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich muss wirklich sagen, es gibt hier tatsächlich Angebote unter 50 Cent. Unter 50 Cent. Hätte ich nicht gedacht, habe ich jetzt auch das erste Mal gesehen, bevor wir aber zum eigentlichen Thema kommen. Und zwar hier für 29 Cent eine Bilder-Potion und 100 Gems. Das ist ein richtig nettes Angebot, hat man aber nicht überall. Wir haben am Wochenende mal so ein bisschen hier die Angebote beobachtet. Und die Angebote sind natürlich sehr, sehr individuell. Und mit dem Buch des Ewigen hier, Book of Everything, also das Universalbuch oder auch die Heldenbücher und auch die Tränke. Der Shop ist im Moment, glaube ich, auf fast allen meinen Accounts ziemlich nett. Und ich schlage aber nicht zu, sondern ich habe noch woanders zugeschlagen, denn wir haben die Helden Next. Und zwar hier beim Thorsten. Ja, wann ist man eigentlich tatsächlich Max? Ist man erst Max, wenn man Max ist? Ich meine, so viel Max habe ich jetzt gar nicht mehr zu tun. Ihr seht, bei mir läuft noch so ein bisschen, ja, Gold Storage. Zwei X-Bögen, zwei Luftabwehren, dauert aber auch noch wirklich, wirklich lang. Und ich weiß auch im Moment nicht, wo meine Reise hier eigentlich hingeht. Ich bin ja immer so ein bisschen da oben. Ihr seht das in Titan 1. Es ist nicht so, dass ich mich nicht traue, irgendwie weiter zu leveln, sondern ich möchte natürlich auch so ein bisschen meine Mauern weiter bekommen, aber das, was ich erstmal habe, Leute, ist die Heldenmax. Ich habe erstmal die Heldenmax hier und als letztes musste ich nur noch den King, glaube ich, nachziehen. Ich musste mich gerade noch mal erinnern. Ich glaube, das Update kam im Dezember. Wir haben jetzt Mitte Februar, nee, Mitte Januar, nee, Ende Januar, Ende Januar, Entschuldigung, Ende Januar. Und also knapp einen Monat später oder knapp 2 Monate später, je nachdem, wie man sieht, oder anderthalb Monate später, die Helden hier maxt. Und was natürlich dafür steht, ist mein Labor bzw. mein Pet-Labor. Denn da ist der listige Fuchs hier erst auf 8. Der muss jetzt erstmal auf, der muss dann natürlich erstmal auf 10 gehen, keine Frage. Aber dafür brauchen wir erstmal ein bisschen mehr vom Dunklen. Und wir haben im Moment Clanspiele. Muss mal gerade reinschauen. Ich habe schon ein Clanspiel gemacht hier heute Morgen. Einfach mal so, weil es sich anbot, eben mal zwei Zauberschüsseln hier irgendwo rauszusnacken und was es eigentlich an Rewards gibt. Okay, was ist das für eine Rune? Das ist eine Elex-Rune. Man hätte ja auch mal meinen können. Wir haben eigentlich noch mal eine dunkle Rune hier, aber das machen die auch nicht. Das machen die leider nicht. Und deswegen sind die Rewards hier, wenn ich das mal so überblicke, naja, es geht so. Bis auf die Tränke hier. Im Moment sind wirklich die Tränke in aller Munde. Man kann sie ja zumindest hier auch kaufen mit Gems. Was gibt es eigentlich mit Gems? Oh, es gibt Pet Potions. Es gibt Pet Potions und Reserves Potions und auch Bilder Potions. Das stimmt. Ich habe nur das Heldenbuch noch gekauft. Was gibt es für Helden Medals? Im Moment, da switcht ja, glaube ich, erst morgen der Deal hier, warte mal, switcht der Deal. Irgendwo kann man das mal sehen. In 21 Stunden, ja. Morgen switcht das hier. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir auch hier vielleicht mal die Pet Potion dann bekommen. Die andere Potion, die Power Potion, die brauche ich im Moment mit anderen Accounts. Ich weiß gar nicht, mein Labor läuft noch 2 Tage. Ich habe hier, glaube ich, aber alles an Potions reingepackt. Was geht hier in die Riesen? Und ich habe hier auch keine mehr. Ich wundere mich gerade. Ich habe keine mehr. Warum kann ich denn eigentlich keine kaufen mit den Dingern hier, mit den Raid Medals? Ach so, das ist nur Power Potion. Okay, ist nur Power Potion. Und ach so, die Wizards, ja, okay, ihr seht, die habe ich auch rausgekauft. Also, so geht es hier stetig voran, aber es geht auch natürlich hier stetig voran in den Klankriegen. Denn, ja, Erze, 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 nein, es dreht sich alles nur um Erze. Wirklich schnell die Klankriege hier spielen. Allerdings muss ich dazu sagen, ich hatte mir ein paar schon angeguckt. Allerdings muss ich auch dazu sagen, Klankrieg geht immer noch 23 Stunden Vorbereitung, beziehungsweise 24 Stunden Vorbereitung, 23 Stunden Kampftag, die 23 Vorbereitung,
Kampf stark. Und schneller geht's halt nicht. Man kann dann natürlich sofort hinterher starten, aber man sollte dann auch so ein bisschen, so ein kleines bisschen aussortieren, beziehungsweise mal gucken, wer denn so angreift und wer nicht so angreift. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich weiß noch nicht, wie sich das Ganze hier entwickelt mit den Ärzten, denn alle oder viele wollen viele Ärzte und ich meine, wenn Clankrieg gewonnen ist, dann und die Clanführung ist der Meinung, Leute, geht nur noch auf Lot, ja, also holt euch oben nur noch so ein paar Ärzte und unten lassen wir die Bases einfach offen. Kann man so oder so sehen. Ich habe jetzt beides kennengelernt, habe auch schon beides praktiziert, aber irgendwann so früh zu sagen, also wenn ein Clankrieg gewonnen ist, so jetzt machen wir nichts mehr, das ist ja jedem selbst überlassen. Wenn man meint, man müsste keine CK-Stelle mehr machen, obwohl man weiß, dass man vielleicht einen drunter noch dreiern könnte oder so, dann ist das halt so. Und dann kommt man da an der Stelle natürlich auch nicht weiter, was CK-Stellen angeht, aber ansonsten dreht sich hier alles. Das ist eigentlich so der Flur, finde ich, im Moment in dem Spiel hier, dass sich wirklich alles nur noch um dieses Erz dreht. Erz, Erz, Erz. Ich will meine Fähigkeiten leveln. Natürlich will man die Fähigkeiten leveln. Man muss dann natürlich auch immer den Tagesbonus schaffen oder machen mit seinem Account, um wirklich alles hier rauszuschöpfen. Wir werden jetzt in 9 Tagen oder 8 Tagen wieder Liga haben. Da werden wir auch wieder doppelt fahren im Clan Deutschland Admin. Ich hoffe, dass wir da 50er CK spielen oder sowas. Mal schauen und dass wir da auch was finden, denn Clankriege finden ist gar nicht mal so einfach, aber das wird eine Folge in andere Dimensionen. Aber wie gesagt, wir machen hier immer so ein bisschen nebenher, wenigstens Clash of Clans. Oh, wir kriegen sogar was live mit. Sehr schön, hier vom Mac. Mal sehen. Den hätte ich gar nicht mitgenommen. Ich weiß gar nicht warum. Weil ich glaube, Mac war so ein bisschen offline, offline. Aber das reicht hier nicht ganz für den Monolithen. Oder kriegt er den noch? Doch, den Monolithen bekommt er noch. Aber kein Champion mehr, der hier jetzt weiterkommen kann. 81, 80, guck mal gerade. Aber ich glaube, der Mac ist noch ein 15er bei uns. Ne? Ist das ein 15er bei uns? Müsste ich mal sehen. 10, 10, das Pad da. 15, okay, er hat den Deck auf 15, also ist es ein 15er Minimum. Und knappe Sache hier, konnte aber jetzt nicht mehr rausholen. Ich habe hier oben aber noch einen Angriff gesehen gehabt. Und zwar von Emilio, glaube ich, war das. Auch wieder ein 14 auf ein 16. Ich meine, okay, das ist ein 16 mit etwas kleinerer Def. Also so hier und da etwas kleinerer Def. Mit einer Blimp hier geflogen. Den habe ich allerdings auch noch nicht gesehen. Im Moment sieht man vermehrt wieder Gifttürme in Nähe des Zentrums, also in Nähe des Rathauses. Denn man möchte da ganz gerne den im Moment OP erscheinenden King so ein bisschen ausbremsen, was die Power angeht. Aber es gibt ja auch immer noch den kleinen, aber feinen, glaube ich, Bug, wo der Champ relativ unverwundbar ist, beziehungsweise viel zu lange keinen Schaden nehmen kann. Aber das kennt ihr sicherlich selber. Das ist, glaube ich, immer noch nicht behoben, so wie ich das mitbekommen habe. Und bin aber mal gespannt, wie das hier weitergeht, ob es jetzt demnächst ein paar, ich nenne es mal so, Nerfs gibt oder ein paar Änderungen gibt hier an der Defensive beziehungsweise an der Offensive. Und muss aber jetzt auch erstmal wieder so ein bisschen in die Woche reinkommen. Gerade Clanspiele ist dann immer so ein bisschen was mich so ein bisschen so, okay, Clanspiele. Das ist ein notwendiges Übel und dieses Mal lasse ich mich sicherlich nicht dazu treiben, hier mitten in der Nacht stundenlang irgendwie noch Punkte zu machen, damit wir noch irgendwo Erfolg haben mit Punkten oder was auch immer. Ich gehe das ganz, ganz locker an hier und lasse mich da mal nicht ganz so stressen wie im letzten Monat, aber Clanspiele sind dann auch immer das Letzte, was im Monat eigentlich stattfindet und oder so ziemlich am Ende des Monats stattfindet. Danach gibt es halt die Liga hier. Wie hat das eigentlich gemacht? Hier ist ja der Hammer. Ah, okay. Die Drachenreiter sind ziemlich stark. Ne? Die Drachenreiter sind sehr, sehr stark und hat hier noch fast einen Helden gehabt. Okay, fast einen Helden gehabt. Das Pony
das Pony halte, jetzt die Drachen, das ist auch sehr, sehr cool, finde ich, dass das Pony hier einfach noch andere Einheiten, so wie auch so ein Drachen mal ebenso mit Heilung versorgt. Das ist richtig cool. Muss ich sagen, ihr seht das, der Drachen verliert hier jetzt auch nichts mehr. Wo auch. Jetzt muss er sich natürlich nochmal umdrehen. Das hat noch ein bisschen Zeit gekostet, aber hier unten ist noch eine Meute am Start. Wo wollen die denn eigentlich hin? Hallo? Wo wollen die jetzt gerade hin? Echt zu den Skeletten? Okay. Okay, die wollten wirklich zu den Skeletten hin. Alles klar, auch nicht schlecht. Naja, ich muss hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen farmen, aber wir bleiben hier stetig am Ball. Und haben auch, ich will es nicht sagen, sonst schlägt Murphy zu, eine echt nette Serie, Leute. Im Clan Herausforderer hier, muss man echt mal so sagen, mit 13 ist das schon ziemlich nett. Ah, Entschuldigung bitte. Mit 13 ist das schon ziemlich nett, den will ich hier nicht haben. Und ja, aber wir können selber mal reingucken in die Suche hier. Ich habe eben zwei Schüsseln weggemacht. Okay, halt, Toto, dran denken. Immer ein Clanspiel mitnehmen, da denke ich auch öfter mal nicht drüber nach, dass ich hier ein Clanspiel einfach mal mitnehme. Was müssen wir hier machen? Using a Wizard. Der Wizard haben wir eigentlich immer dabei. Denke ich mal, ein Stern haben wir Wizards dabei. Ja, wir haben auch exakt einen dabei. Okay. Da ist Minimum, ne? Also das ist dann Clashen auf Sparflamme. Und aber mit dem Widerhalter geht es ganz gut. Da brauche ich den Magier sicherlich für gewisse Sachen. Uralte Design, das ist ein uraltes Design hier. Sehe ich jetzt gerade und ich muss mal eben schauen. Ich check mal, ob der was in der Clanburg hat. Weiß jetzt noch nicht, mit welcher Einheit ich das mache. Ah, mit der hier. Okay. Mache ich das mit der hier? Alles klar, dann können wir hier reingehen. Halt den hier ersetzen. Ordensstatue tut schon ein bisschen weh. Aber hier können wir mit dem Babydrachen so ein bisschen gegenfangen. Schauen wir mal. Ja, mein Warden tickt im Moment so ein bisschen komisch, muss ich sagen. Der tickt im Moment so ein bisschen komisch. Okay, Mauer haben wir trotzdem auch bekommen. Ich bin so ein bisschen unzufrieden mit meinem Warden. Weil der einfach überall dahin geht, wo ich ihn nicht haben will. So, ich lasse ihn erstmal noch das Lager da wegmachen, glaube ich. Können wir hier hinten schon mal gegenfangen. Mit dem Jedi und der Schmiede hier. Können wir mal so ein bisschen rumlaufen. Und dann kann der gleich mitkommen hier. So, wir müssen mal sehen, wo der hingeht. Okay. Die gehen auch auf Defensive. Das Ding hier mit rein. Wir nehmen mal beide Mauerbrecher hier mit hin. Gehen hier mit rein. Und das Teil auch hier. Laufen die natürlich so ein bisschen doof hier. Die laufen jetzt erstmal außen rum, aber in der Mitte komme ich auch noch so ein bisschen was mit. Wir heilen die mal durch hier, weil die schon ganz schön Feuer bekommen haben. Und jetzt hier der Fries. Oh, da hinten ist die Nado. Da war die Nado. Okay. Nehmen hier einmal ihn hier und jetzt. Okay, da kommt so ein bisschen der berüchtigte Bug raus. Kommt jetzt so ein bisschen der berüchtigte Bug hier raus. Denn ihr seht, dass der King hier ist ziemlich mehr als OP. Manchmal mehr als OP. Ich muss die eben zünden hier. Den Royal Champion hier, weil ja, schafft ihr die Queen da noch? Ja, okay. Kriegen wir noch hin. Haben wir noch gepackt. Hinten außen haben wir noch die Queen am Rennen und ihr seht das, jetzt stirbt erst der König. Also der ist schon ziemlich nett OP. Und wir haben aber das Clanspiel hier geschafft. Wo ist meine Schnelle? Hier hinten ist die Queen, jetzt nur noch zünden. Okay. Und dann haben wir hier noch den X-Punkt immer noch, die volle Hütte, aber keine Ressourcen mehr. Die haben wir jetzt nicht so viel gehört. Aber wir machen erstmal Kleinspiele, Ressourcen. Und Ressourcen geht es mir manchmal auch gar nicht. Sondern es geht mir dann natürlich darum, okay, wir haben Kleinspiel fertig. Ich train die hier nach. Und dann können wir eine neue Challenge nehmen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an den Kleinspielen wie ich. Wenn ja, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Habt eine schöne Woche, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao. Schön die Helden wechseln. Euer Toto. Echt.